Hi Internet und YouTube. Wir haben Vlad erledigt und jetzt rufen wir... Ich weiß nicht, Roman an. Vlad ist gleich aus der Telefonliste gelöscht. Er wird nie mehr annehmen. Nico! Nico, are you there, cousin? Roman, I'm here. What are you doing? Why do you whisper? I am on Vesta Street, near Perestroika. Come, Nico, quick! Roman, what is happening? Entschuldigung. Das war ein... Gib mir dein Auto! Ja, du wirst doch nicht. Du Idiot! Oh ja. Wie lange willst du hier... Gib auf! Siehst du? Ja, ich bin schon hier. I got the... Er hat es noch nicht mal gesagt. Ich möchte gar nicht wissen, wie sie reagiert, wenn sie weiß, was er für sie hat. Okay. Vorsicht, du stehst in meinem Pfeil. Where are you, Roman? Psst, Nico. Roman, what are you doing in the dumpster, man? Are they there? What are you talking about? Get out of there, man. I'm freaking out, man. I'm being followed. I saw them. Don't be ridiculous. You're being paranoid. I'm being... Fuck you. Fuck you. Everything was fine, and then you show up. And now we're dead. Because Felsten is a psychopath. He's going to kill us. Because we killed Vlad. Vlad was his man. That's how it works. You kill their guy, they kill you. Roman, get out of there, man. Listen to me. Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them. Now get out of there. You smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh! Get out of the dumpster, Mr. Fatman. Come on, Fatty. The boss wants a little chat. Fast richtig, Nico. Hübsche Krawatte. Wake up! Nicht Ohrfeigen! We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andrei. Why not? You've been a bad boy, Mr. Balkan. And the boss is not happy. Oh no, I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin, Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Okay, okay. Your dad likes it up the ass. What do you want me to say, huh? Very funny. Do you think you're so smart? No! I'm tied up in the basement a long way from home, or some ape threatens me with a hacksaw. So no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house. Making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico Bellic, you think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Do it! I agree. Asshole, look at me like I'm a piece of shit. Boże moi. Now listen. Nico Bellic, you are very lucky Vlad was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some digheads in my neighborhood trying to run a shipment, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Хорошо. Shut up, Roman. Shut up!
Roman, shut up! Shame up! Shut up, Roman! Shut up! Roman, shut up! Fuck! Shut up! Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout! Whatever! You better get those screens soon! Or I will personally pull your cousin's stitches out, one by one, and watch his guts spill onto the floor! Clean this shit up! Listen, we'll take care of your cousin, but you better get a police car. And then you call me. Roman, Roman. Go, go, go. I'll take care of him. Fuck! Okay. So, rein Streifenwagen. Das ist das Einfachste. Ich höre schon was. Wow. Hier ist bald mein nächstes Haus in der Nähe, oder? Hier ist schon eins. Ich sehe eins. Hier. Was soll ich damit? Soll ich sie töten? Ist ja ein wichtiger Einsatz. Ich würde schnell hin und genau die Tür offen lassen. Denn niemand würde ein Polizeiauto stellen. Außer Nico Bellic. So, ich habe eins. Ah, okay. Macht schon. I have the police car. What now? The van is driving around South Broker. Pull it over. Take it to our lockup on Duke's Drive. Be more specific. How many vans you think there are in South Broker? That is a problem for you and your cousin. Not me. Keep pulling vans over until you find the TVs. Goodbye. Und winke sie raus, bevor sie ihr Ziel erreichen. Oh no! Oh, das wird mich wieder 20 Anläufe kosten, bis ich das heraus hab. Oh shit. Das sind viel zu viele! Vorsicht, ich bin die Polizei! Jesus Christ. Okay, Nummer 1. Nummer 1 hier. Winke, winke, drücke, geh. Her, her. Geh zum Fenster auf der Fahrerseite. Okay, gut, gut, gut. Get the fuck out of here! I don't want no trouble, buddy. Show me the bag. You carrying TVs? Hey, you got bad information, brother. Fuck! Nista! Bist du? Der Typ mit Steve Urkel, der zu Hause wohnt? Okay, du hast nix. Das war ja sowas von klar. So, Vorsicht, Polizei. Vorsicht! Police! Der letzte ist es wahrscheinlich, oder? Aber das ist keine Sackgasse! Ich komme hier vorbei, Knight Rider-mäßig, okay? Wunderbar. Kein Problem. Hier unten. Okay, gut, 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 gut. Upsi. Perfekt. Polizeieinsatz. Come out real slow, shithead. Listen, seh gar nichts. I don't got insurance. Are you carrying a shipment of TVs? What the? No TVs, buddy. Nishta stranje. Nishta stranje, exakt. Genau das habe ich mir auch gedacht. Schon ganz gut aus, das Auto. Hey, Vorsicht! Siehst du nicht, dass ich... Bevor er sein Ziel erreicht, na super. Warte mal, wäre es immer der gewesen, der markiert ist hier? I don't know. Ey! Du beschimpfst die Polizei? $100 Strafe, mein Freund. Obwohl, darauf gibt's... Eigentlich keine Strafe, oder? Vorsicht! Wie zum Henker komme ich jemals hier wieder? Ich war auf der Minimap, okay? Mit meinen Augen. Oh no, ich bin ganz woanders! Okay, ich mache einen größeren Umweg aus taktischen Gründen. Aber das
könnt ihr nicht verstehen, weil ihr ja nicht bei der Polizei seid. Das sind geheime Taktiken. Wenn ihr euch wundert, also nicht wundern, dass ihr euch wundert. Das macht alles Sinn. Ich hab ihn, ich hab... Du willst doch nicht jetzt umdrehen! Ich hoffe, ich explodiere nicht, bevor ich ankomme. Doch. Raus hier! Ich brauche ein neues Polizeiauto. Verdammt nochmal! Und jetzt wird er entkommen. Ey, kümmert euch um das hier. Oh shit, ich muss daneben stehen, ich Idiot. Slow Motion! Yeah! Ich muss dann vorbeilaufen, wenn es explodiert. Okay, wir machen alles nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder beim letzten. Get the fuck out of here! I wouldn't do this. Kenny Petrovic is looking after this truck. Open up the back. You got any flat screens? This is a big screw up. Motherfucker! Oh, what? Ich hab das jetzt? Ah, oh, shit! Bist du bekloppt? Wo ist meine Waffe? Wir schießen beide daneben, ist kein Problem. Ich heb das mal kurz auf. Warum ist es jetzt hier? War's das? I did it. Ich muss den sicher irgendwo hinbringen. Achso, Fahrzeug, hier steht sie schon. Ah, oh, Jesus Christ, nicht Escape. Raus. Sag mir nicht, die Polizei fährt bei der Leiche vorbei. Tut sie. Na gut. Man muss Prioritäten setzen. Wahrscheinlich hat irgendjemand eine Handtasche geklaut. Also. Das ist echt. Die Ware sollten wir wahrscheinlich nicht beschädigen. Wenn ich einen Unfall baue, sind alle Fernseher kaputt. Und du stehst falsch. Du hast recht, ich war falsch. Oh mein Gott, oh mein Gott! Das wollte ich nicht. Also, das war zu vieles Guten, ich gebe zu. Ich habe es ein wenig übertrieben. Und perfekt. Perfektissimo. Perfektione. Genau, und jetzt sieht's niemand mehr. Come on, everybody. Also, hast du gesungen? Weißt du, was zum Schluss der Partzimmer passiert? Ah, ich hab gespeichert, oder? Gut. Hab ich? Oh, Jesus Christ. Das war vor 5 Sekunden. What you say. How's Roman? He's okay. A little scared, but okay. You did good. Mikhail needs someone like you. Stop by and see him sometime. Ich hab keine Ahnung, wie viel Anläufe ich dafür brauchte. Er hat Kopfhörer auf, er kann meine Waffe nicht sehen. Gott! Beenden wir diesen Part mit dieser Logik und danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss!